1-2, 1-2. So, letzter Track heute. Wir haben den Herbert Wermischer hier, kann auf 25 Jahre Management- und Technologieberatung zurückblicken, macht zusammen mit seinem Sohn als Side-Hustle den Website-Radar, beleuchtet die Landschaft der österreichischen Website-Betreiber in Richtung DSGVO, Security, Protokolle und werden wahrscheinlich entweder überraschende oder vielleicht gar nicht so überraschende Ergebnisse hören. Also bitte Applaus für den Herbert. Danke für die Einleitung. Ja, als letzten Vortrag haben wir ein ganz besonderes Schmankerl vorbereitet. Die Sache ist die, dass wir ja heute den ganzen Tag schon gehört haben, wie man mit Webseiten umgeht, wie man sie designt, wie man diverseste Aspekte mit berücksichtigt. Was wir jetzt haben ist, wir haben viele Webseiten in Österreich überprüft, das heißt also einen riesigen Anteil aller österreichischen Webseiten und haben dort Aspekte der DSGVO überprüft, wir haben geschaut, Aspekte der Security, wie die Webseiten praktisch genutzt werden, bezüglich Zertifikaten und so weiter, aber auch Aspekte des Hostings und sind dort draufgekommen, dass einige sehr überraschende Ergebnisse da sind. In der Präsentation heute werde ich ganz kurz praktisch auf unsere Motivation eingehen, also wer sind wir, warum machen wir das? Ich werde dann kurz über die Anforderungen sprechen. Was muss jemand, der eine Website betreibt, dem eine Website gehört, was muss der denn alles machen? Abgesehen von Design natürlich, abgesehen von Search Engine Optimization, alles was die Standardthemen sind, werden da praktisch jetzt nicht berücksichtigt. Dann das dritte Thema ist praktisch, wie wir das Ganze implementiert haben, also einen kleinen Ausflug in die Technologie, dass wir auch wirklich die Daten sehr automatisiert aufnehmen können und dann auch verarbeiten können und eine Präsentation daraus machen können. Und last but not least, ganz am Schluss, dann auch unsere Ergebnisse, also ein Teil unserer Ergebnisse, weil das wäre sonst das dann wirklich gigantisch für Daten. Also zur Einleitung. Das Ganze hat eigentlich da begonnen, dass ich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit auch nebenbei ein paar Webseiten von unserer Gruppe betreue. Ich schaue immer wieder, dass ich alles update, dass ich Backups mache, ich schaue, dass alles sauber ist. Ich bin halt von klein auf schon immer Technologe gewesen und mit dem Internet bin ich halt mit dem Internet mitgewachsen. Ja. Und dann haben wir im letzten Jahr diesen Anwaltsbrief bekommen. Dieser Anwalt, der bezüglich Google Fonts eine Klientin gehabt hat, die ganz schön aufgeregt war über viele 10.000 oder mehr Websites, die sie alle aufgeregt haben. Und genau diesen Brief haben wir auch bekommen und wir haben dann bei uns im Unternehmen uns das Ganze angeschaut. Was ist da los? Wir haben eigentlich nicht einmal so richtig gewusst, dass das mit dem Runterladen von Google Fonts gar nicht richtig ist. Alles mit den Cookies haben wir ein bisschen ignoriert. Haben uns das also angeschaut und haben gesehen, dass mehrere Webseiten bei uns eigentlich dieses Problem haben und haben alle Firmen praktisch angehalten, diese Problematik zu lösen. Was natürlich dann dazu geführt hat, dass ein Haufen Leute über das Thema geredet haben und eigentlich das unheimlich viel Ressourcen gekostet hat. Nicht nur, dass man darüber geredet hat und jedes gescheiter als der andere, weil er überall in den Nachrichten liest, sondern auch, weil man immer wieder überprüfen muss, wie weit sind die jetzt. Haben die Cookies jetzt schon abgefragt, haben sie die Google Fonts jetzt schon weggetan. Jedenfalls haben wir dann das ein bisschen automatisiert. Ich habe praktisch in meiner Freizeit Software entwickelt, mit der man dann abfragen kann, ob eine Website Cookies verwendet, beziehungsweise ob jetzt keine Cookies kommen und auch abfragt, ob irgendwelche Daten, wie zum Beispiel Google Fonts, automatisch runtergeladen werden, ohne dass, dass jemand gefragt wird. Und diese Automatisierung hat uns praktisch zu dieser Idee gebracht, dass das Know-how, was ich einerseits habe mit der Technologie, auch mit Datenschutz und Cyber Security und das, was mein Sohn hat, also im Bereich Marketing und Social Media Marketing, haben wir gesagt, wir machen aus dem ein Projekt. Wir haben immer schon Projekte gemacht in der Family und ja, wenn die Kinder größer werden, werden halt die Projekte auch größer. Und so ist praktisch die Idee geboren. Und was natürlich von meiner Seite auch sehr wichtig war, ist, dass der Datenschutz etwas ist, was uns wirklich alle was angeht und was wirklich wesentlich ist und wenn man bedenkt, dass man eine Webseite hat, am Kunden etwas anbietet und den Kunden dann, wie soll ich sagen, Daten rauszieht, weiterschickt, aufzeichnet,
Statistiken draus macht, ohne den Mitarbeiter, ohne den Kunden zu informieren, ist das eigentlich nicht richtig. Und das müssen wir alle verstehen, wenn wir Webseiten machen, dass der Datenschutz, also dass nicht nur SEO und nicht nur das Design wesentlich ist, sondern genauso auch, dass wir unseren Kunden, unsere Webshop-Benutzer schützen. Und im Rahmen praktisch des Projekts haben wir gesagt, es gibt eigentlich, und da gibt es diesen Spruch, to run efficient team is the only three things that you need is a hipster, hacker and a hustler. Und der Hipster ist sozusagen mein Sohn in Form von Marketing, der Hacker, das wäre dann ich sozusagen, und der Hustler, den haben wir jetzt halt noch nicht. Und das sieht man wahrscheinlich auch, wenn man auf unsere Website geht, wir haben jetzt halt noch kein Produkt direkt definiert, wir verkaufen auch noch gar nichts, das machen wir eigentlich jetzt mal aus unserem Spaß heraus. Aber wie gesagt, das Projekt ist ganz schön groß geworden, wenn man dann weiter sieht. Ja. Die Anforderungen, die man an eine Webseite stellt, also wie gesagt, außer Search Engine Optimization, außer den Design und den Texten und den Inhalten, ist, man muss auch schauen, dass man die Sicherheit im Griff hat, nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die Datensicherheit für die Kunden. Man muss die DSGVO, also gewisse rechtliche Aspekte, checken, und was wir heute schon öfters gehört haben, das Hosting ist auch sehr wesentlich, und vom Hosting, da kann man einiges an Fehlern machen, was viele Leute unter Umständen noch gar nicht wissen und was man mit unseren Crawlern dann praktisch abprüfen. Die Motivation, die man haben sollte, habe ich jetzt halt aufgezeichnet aus zwei Aspekten. Der eine ist der Sicherheitsaspekt natürlich, weil Sicherheit ist immer wesentlich, und der andere ist praktisch der Datenschutzaspekt. Und vom Sicherheitsaspekt her haben wir, wovor schütze ich mich? Also die verschiedenen Angriffsvektoren, die es gibt, und da gibt es wirklich einen Haufen, aber die populärsten sind im Wesentlichen, dass man sie vor DDoS-Attacken schützen kann oder sollte, was man zum Beispiel das Hosting macht, dass man Phishing-Attacken entgegenwirkt, das sollte man machen, indem man seine Mitarbeiter halt darüber informiert, wie man Passwörter gestaltet und so weiter. Und dass es natürlich auch automatisierte Hacks gibt, wenn man das jetzt vergleichen will, zum Beispiel mit einem Einbruch in einem Haus, ja, da muss der Dieb muss sich zuerst einmal das Haus anschauen, der muss sehen, wie er reinkommt, eine Alarmanlage, alles das. Das macht er für ein Haus einmal, bricht dort einmal ein, und das war's. Im Internet ist es genau anders. Ja. Der hat so viele Websites, wir werden dann sehen, in Österreich gibt es über 1 Million Websites. Der hat so viele Websites, wo er es einfach ausprobiert, und dort, wo die Türe offen ist, dort geht er rein. Dort, wo jemand sein Auto nicht abschließt, dort geht er rein und holt das Autoradio. In meiner Generation, in der jetzigen, muss er wahrscheinlich die Laptoptasche aus dem Auto rausfischen. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob man einen Einbruch macht in einem Haus, also etwas Physisches, oder ob das im Internet ist, das ist nämlich hochskalierbar. Und es gibt natürlich dann eben diese Folgen, die man sich anschaut, und die matchen sich zum Teil auch mit dem Datenschutz. Wir haben die Reputation zum Beispiel, wir haben einen Produktionsausfall, was ist, wenn ein Webshop praktisch steht, und wir haben natürlich auch das Thema Datenverlust. Motivation Datenschutz, das habe ich jetzt eher in Pull- und Push-Faktoren unterteilt, also etwas, wo ich hin will, oder ein Problem, von dem ich weg will. Wo will ich hin? Ich will unbedingt, dass meine Kunden geschützt sind. Ich will nicht offensichtlich die Daten meiner Kunden ausspionieren. Ich will eigentlich das sicher haben. Ich möchte rechtliche Aspekte folgen. Ich möchte also das Gesetz nicht brechen. Ich möchte natürlich, wenn ich Datenschutz-Dinge implementiere, unter Umständen auch einen Wettbewerbsvorteil. Also das sind alle diese Dinge, die guten Dinge, wo ich hin will. Aber es gibt auch die schlechten Dinge, von denen ich weg will. Und da haben wir auch zum Beispiel den Datenverlust, den Reputationsverlust. Da haben wir auch rechtliche Konsequenzen. Und last but not least, in der DSGVO sind da ganz schön hohe monetäre Strafen vorgesehen, die natürlich nicht so oft zum Tragen kommen, aber was genauso passieren kann. Ja. So, was muss man machen? Ein Website-Besitzer muss auf alle Fälle die Datenschutzaspekte befolgen. Und da ist natürlich der Datenschutz, also der Schutz der persönlichen Daten, das mit Abstand Wesentlichste. Der Heilige Gral, das sollte man immer machen, das sollte man immer berücksichtigen, und den Datenschutz sozusagen von sich heraus automatisiert bei allem, was man macht, anwenden oder überdenken. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Es geht natürlich, wie
ganz klar um die Cookies. Die Cookies werden gesetzt, werden nicht gesetzt. Ich speichere praktisch einen Datensatz beim Browser meines Kunden. Das muss zum Teil erlaubt werden. Zum Teil ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, da brauche ich es nur erwähnen. Aber zum Teil muss erlaubt werden. Diese Cookie-Dialoge sind nicht unwesentlich. Man darf aber nicht vergessen, nur weil ich für einen Cookie-Dialog zahle, heißt es nicht, dass ich mein Cookie-Problem gelöst habe, weil das muss richtig konfiguriert werden. Wir haben natürlich auch Forms, also Contact-Forms, Newsletter und so weiter, wo wir Daten eingeben. Diese Daten gibt der Kunde ein, schickt diese Daten an mich. Hätte ich kein HTTPS-Protokoll, sondern nur HTTP-Protokoll, bedeutet das, dass ich im Prinzip einsehbare Daten über das Public Internet drüber schicke, was auf keinen Fall geht. Ja. Es ist natürlich auch noch mehr, wie behandle ich die Daten des Kunden, wenn mir der seine E-Mail-Adresse, die Telefonnummer geht, ist es die eine Geschichte, wenn das jetzt eine Kontaktform ist von einem Krankenhaus, wo man vielleicht irgendwelche noch persönlicheren, wichtigeren Daten hineingibt, ist das Ganze nur mal entscheidender, ja? Also nur mal problematischer zu betrachten. Man hat natürlich auch noch rechtliche Verantwortung in Europa, muss man Impressum machen, gibt es einen Haufen Webseiten, werden wir dann sehen, die kein Impressum haben oder wo wir jedenfalls keins gefunden haben. Ähnlich mit der Datenschutzerklärung ist ein Standard, muss sein, muss auf einer eigenen Webseite sein, gibt es eigene Forms, ganz klare Vorschriften, nicht nur Gesetze, sondern ganz klare Vorschriften, wie man sowas macht, wird oft nicht gemacht. Und dann natürlich die Geschäftsbasis in den AGBs, Terms and Conditions, wo man halt seinen rechtlichen Prozess abbildet. Was muss man machen? Auf alle Fälle als Webseitenbetreiber, man muss ein Zertifikat installieren. Das ist einfach wesentlich, ohne dem geht es nicht. Ein Zertifikat schützt praktisch nicht nur den Kunden selber, sondern schützt einen auch selber. Das Zertifikat ist im Prinzip für den Website-Betreiber die persönliche Identität oder die persönliche, also zeigt demjenigen, der auf meine Website kommt, dass es wirklich meine Website ist. Das ist sehr, sehr entscheidend. Und wenn man sich die Schutzziele anschaut, in einigen Vorträgen, heute habe ich das schon gesehen, die CIA Triad, wo man Confidentiality, Integrity und Availability sich anschaut. Availability ist zum Beispiel Backups zu machen. Aber Integrity zum Beispiel wird geschützt durch ein Zertifikat. Ja. Und nicht nur das, sondern man hat praktisch die Integrität, die Vertraulichkeit und man hat auch die Authentizität, weil ein Zertifikat wird an den Website-Betreiber geissued. Im Mindestfall muss man beweisen, dass einem die Domain auch wirklich gehört. Und das ist auf alle Fälle eine Sicherheit, weil dann weiß der Endbenutzer, dass von dieser Domain wirklich dieser Inhalt geschickt wird, dass der Inhalt auch dadurch, dass er verschlüsselt ist, nicht modifiziert wird. Was muss man noch machen, was vielleicht oder was ganz sicherlich jetzt einige im Auditorium überrascht, ist, man muss HTTP Security Header implementieren. HTTP Security Header sind im Wesentlichen Informationen, die der Webserver dem Webbrowser gibt, dass der Webbrowser den Benutzer des Webbrowsers, also denjenigen, der im Internet herumbrowst, schützt. Ich habe jetzt ein kleines Beispiel gegeben, ich habe jetzt da glaube ich keinen Beamer drauf. Aber ich habe ganz kurz gezeigt, wie so HTTP-Request ausschaut. HTTP ist praktisch von der Protokollebene über dem TCP. TCP ist praktisch eine Verbindung, die wirklich funktioniert, die wirklich steht und nicht durch Zufall funktioniert, wie UDP. Wird eine TCP-Verbindung auf dem Port 80 aufgebaut. Das kann man zum Beispiel simulieren auf seiner Konsole, indem man Telnet auf den Webserver macht, auf dem Port 80. Dann wird praktisch im Protokoll, im HTTP-Protokoll wird ein GET-Befehl abgesetzt. Im GET-Befehl ist einmal der Name GET. Ja. Da gibt es natürlich nur andere Sachen, wenn man Daten übertragt und wenn man Daten modifiziert und so weiter. Aber der GET-Befehl sagt, ich will jetzt diese Seite haben. Das erste Slash heißt, das ist sozusagen die Root-Seite, die Landing-Page der Webpage. Und dann der Port 80 ist der Port, den ich dann auf dem Server ansteuere, für den ich der dann für HTTP steht. Ja. Also ich schicke diesen Befehl, get slash mit dem Port. Dann muss ich noch sagen, welchen Server ich will, weil es gibt ja praktisch Server, auf denen mehrere Webseiten drauf sind. In dem Fall zum Beispiel websiteradar.com. Es könnte dort jetzt wärmescher.com auch auf demselben Server sein. Darum muss man das dem Server mitgeben, weil indem ich die Telnet-Session mache, kriege ich nur die IP-Adresse und gehe auf die IP-Adresse. Wenn ich jetzt diesen Befehl abgesetzt habe, antwortet der Server und der Server antwortet dann mit seinen Basisantworten. Das ist in dem Fall, schreibt er mal, dass er mit HTTP das Ganze zurückschickt. Ja? Und er sagt auch, was
was für einen Zustand das jetzt hat. Also wenn ich jetzt eine Webseite bekommen würde, würde dort jetzt 200 okay stehen, aber es steht da 301 moved permanently. Warum ist das so? Weil natürlich die Website unter HTTPS erreicht werden kann. Das heißt, wenn ich per HTTP auf diese Website gehe, sagt er, geh bitte auf die HTTPS-Seite und schick mir gar keinen Content mit. Der Grund, warum ich das vorgezeigt habe, ist der, dass diese ersten Teile, Date, Content Type, Transfer, Encoding und so weiter, das sind alles HTTP-Header. Das sind Header, die der Server dem Client mitteilt. Und in dem Header kann der Server dem Client genauso auch mitteilen, als ein Beispiel, mach, wenn du diese Website aufmachst, keine einzige, hol dir keine einzigen zusätzlichen Daten unter HTTP. Mach das nur mit HTTPS. Da drinnen kann auch stehen, schalt nicht das Mikrofon ein, schalt nicht das GPS ein, weil oftmals wird man gefragt, wollen Sie die Location-Daten hergeben und so weiter. Ja? Über die HTTP-Header kann ich als Website-Betreiber dem Client sagen, das interessiert mich alles nicht. Das heißt, wenn jemand meine Website hackt, geht das trotzdem nicht. Er kommt nicht hin, weil allein der Header dem Client schon sagt, tu das nicht. Wir haben, glaube ich, eine Frage. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Und genau deswegen dann wir nicht nur DSGVO-Aspekte scannen, sondern auch Hosting-Aspekte. Und in dem Fall ist es auch ein Security-Aspekt. Ja. Also das ist ganz wesentlich, solche Header kann man nicht unbedingt, also in dem Fall bei den Security-Headern geht es auch so, ich könnte sie über den Web-Server steuern, ich kann es über HT-Access steuern und ich könnte es auch über PHP-Code im Web, also in meiner WordPress-Seite steuern. Also in dem konkreten Fall kann man da einiges selber machen, es ist aber nicht ganz trivial. Ja. Aber es ist auf alle Fälle machbar und es macht jedenfalls Sinn, dass jede Webseite das hat. Ich muss ein bisschen aufpassen auf die Zeit. Ich habe jetzt da ein paar Security-Header drinnen, ich überspringe das jetzt, weil ich es eh schon ein bisschen erwähnt habe. Es gibt eben verschiedenste Header, die eigentlich, das sind nur einige davon und wir haben auch eben im Laufe unserer Website-Raider haben wir einen Blogartikel gemacht und das ist einer von den Blogartikeln, wo wir einfach gesagt haben, das ist so wesentlich, wir schreiben darüber, was man alles machen sollte. Und für diejenigen, die es ernst nehmen sollten, praktisch die OSHP, also die OWASP Secure Header, das Secure Header Project sich anschauen. Dort werden alle Secure Headers aufgeführt und dort werden auch Beispiele gegeben, Best Practice, was in dem Secure Header im Idealfall, im Normalfall praktisch drinnen steht. Ja. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was wirklich gehört, wenn ich sage, der Kunde, mein Kunde ist mir was wert. Ja. Es ist nicht so viel technischer Aufwand, das ist einmal gemacht, man muss es überprüfen, dass es auch wirklich dann passt regelmäßig, aber es ist relativ rasch gemacht. Ja. Was muss man auch implementieren? Man braucht Sicherheitsprotokolle. Es genügt ja nicht nur ein Zertifikat zu installieren, sondern über welche Sicherheitsprotokolle verfüge ich, dass mein Server dann mit diesem Zertifikat, mit den Clients kommunizieren kann. Da gibt es alte Zertifikate, die habe ich jetzt rot dargestellt und es gibt alte Protokolle, die habe ich rot dargestellt und neuere Protokolle, die habe ich grün dargestellt. Also wirklich deprecated ist TLS 1.0, 1.1, das ist SSL V3, die sind deprecated, die sollte man nicht mehr verwenden. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn ich zum Beispiel rein theoretisch die Firma Amazon wäre und ich brauche noch immer uralte Handys, die auf meiner Website dann Sachen kaufen können. Ja? Uralte Handys werden nicht abgedatet, haben alte Security-Protokolle, drum lasse ich da noch etwas offen, schütze mich auf eine andere Art und Weise, dann kann man das verwenden. Aber die meisten Webseiten genügt vollkommen, dass man TLS 1.2 bzw. 1.3 verwendet und die alten Protokolle gar nicht mehr. Was natürlich dann ist, die Protokolle sagen nur aus, wie ich gewisse Dinge mache. Sie sagen aber nichts darüber aus, welche Schlüssel oder welche Mechanismen ich dann verwende zur Verschlüsselung, zur Authentifizierung und so weiter. Das nennt sich Cipher Suites. Das heißt, ich habe einerseits das Protokoll, TLS 1.2 zum Beispiel oder TLS 1.3 und verwende dann dort drinnen eine Cipher Suite. Und der Cipher Suite besteht aus einem Schlüsselaustausch, aus der Identifizierung, aus der Massenverschlüsselung und aus dem Message Authentication Algorithmus, also MD5, MAC, SHA und so weiter. Und diese Cipher Suites haben noch einmal die Problematik, dass jedenfalls bei TLS 1.2 aktuell es schon einige Cipher Suites gibt, die man gar nicht mehr verwenden sollte. Ist auch, wie Sie gefragt haben, eine Thematik, die man
die der Hoster praktisch machen muss. Ich muss sagen, ich will keinen Short, ich möchte nicht angreifbar sein. Mir genügt es, dass ich praktisch diese Protokolle habe. Ja. Ja, was muss man noch machen? Die Sicherheitsvorkehrungen. Ich muss auf alle Fälle einiges nur mit berücksichtigen. Ich muss hergehen, das Hosting praktisch richtig machen, dass ich DDoS-Attacken und eventueller Windows Application Firewall praktisch dort davor habe. Ich brauche gescheite Passwörter, ich muss regelmäßig patchen, ich muss Backups machen, ich muss Prozesse definieren, was ist, wann was passiert, wer tut mir dann mein Backup installieren und so weiter. Und den das Verarbeitungsverzeichnis für die Auftragsverarbeiter, also AV-Verträge, müssen auch gemacht werden, gesammelt werden. Das muss jedes Unternehmen machen. Das muss jedes Unternehmen machen. Ein AV-Verzeichnis ist ein Muss. Wenn man einen Hack hat auf seiner Webseite, kommt, das ist die erste Frage, die die Datenschutzbehörde stellt, wo ist eigentlich ein AV-Verzeichnis, welche Daten habt ihr gespeichert, wen muss man eventuell vorwarnen. Ja? Und da geht es auch um den Reputationsverlust. Es gibt Datenschutzbrüche, die so gefährlich sind und die so problematisch sind, dass man wirklich eine Presseaussendung auch machen muss, um diese Informationen weiterzugeben. Und beim Hosting-Aspekt habe ich im Großen und Ganzen schon gesagt, Webserver, welches Theme verwende ich, welches Plugin verwende ich, wie oft tue ich das updaten. Also einerseits die Installation am Anfang, ein Theme kann vielleicht veraltet werden, ein Plugin kann dann veraltet werden. Eventuell muss man dann andere Themes verwenden oder andere Plugins verwenden. Das muss man ganz am Anfang sich entscheiden, in welche Richtung man geht. Und dann, dass man die Wartung auf alle Fälle im Griff hat. Weil die Wartung, bei dem Security-Vortrag vor Mittagessen haben wir gehört, jedes Monat kein Update von Plugins ist 10% Verlust von seiner Verteidigungsfähigkeit. Und das würde ich genauso unterschreiben. Ja. Wie haben wir das Ganze jetzt dann realisiert? Wie sind wir vorgegangen? Als allererstes sage ich den Technologie-Stack her. Wir haben also den Scanner und den Crawler haben wir in Java programmiert. Wir haben natürlich BRB verwendet, weil wir ein WordPress-Plugin haben. Wir haben aber auch BRB verwendet, weil wir für Backend Laravel-Applikation programmiert haben. Wir haben Shell-Scripts, wir haben Python-Scripts, wir verwenden REST-API, wir verwenden JSON als Datenabspeicherformat. Wir haben am Anfang das Ganze sehr lose programmiert, und weil es ja eigentlich nur um die Firma gegangen ist und nur um 5-6 Webseiten. Aber wie wir dann das Projekt gestaltet haben, ist das Ganze immer größer geworden. Mittlerweile haben wir eine Microservices-Architektur mit lauter kleinen Servern, die alle ihre einzelnen Stateless Aufgaben haben und RabbitMQ, Message Queue im Hintergrund, dass wir hochskalierbar geworden sind mittlerweile. Und natürlich, dass wir alte Sicherheitsprotokolle lesen können, haben wir bei manchen Servern auch die Sicherheit nach unten gedreht, dass wir das überhaupt noch erkennen. Ja? Weil SSL V3 ist schon so alt, dass es eigentlich keinen Sinn mehr ergibt. Ja? Wir haben begonnen mit dem Scraping, also wir haben eigentlich nur mal die Webseite runtergeladen, wir haben geschaut, wird der Cookie geschickt, wird Google Fonts runtergeladen, wie schauen diese Aspekte aus. Das war eigentlich das erste Programm, was wir programmiert haben, aber wir haben dann gesehen, dass die Webseiten zum Teil echte Implementationsfehler haben und haben einfach mehr Daten gebraucht und sind dann den Weg gegangen, dass wir auch einen Crawler programmiert haben, der praktisch uns einen Haufen verschiedener Webseiten gibt, die wir dann eben wiederum scrapen, wo wir dann die Daten wieder runterladen und von dort aus dann wissen, welche Fehler kann man machen, wie kann man das so lösen, dass wir trotzdem valide Daten bekommen. Und was auch noch wichtig ist, vielleicht bei dem Crawling gehen wir her und schauen uns die URL zunächst einmal an. Wenn es eine HTTP-URL ist, probieren wir trotzdem aus, ob es HTTPS auch funktioniert, weil dann braucht man nicht mit HTTP ausprobieren. Wir probieren aus, ob mit www davor oder ohne www davor einen Sinn ergibt. Ja. Und dann entscheiden wir uns auch anhand von der Webseiten, was die eigentliche URL dieser Webseite ist, wo wir dann auch Fehler gefunden haben. Ja. Wir analysieren die Daten. Die Daten werden dann in so ein JSON-Datenpaket abgespeichert, das wir dann immer durchsuchen können. Das wird dann in der Datenbank abgelegt und von dort aus können wir dann unsere Statistik machen. Und immer wieder kommt man dann auf Fehler drauf
und wir gehen wieder den Prozess von vorne. Die ganzen Webseiten durchcrawlen ist eigentlich etwas, was relativ rasch geht, dadurch, dass wir jetzt so hoch skalierbar sind. Ich habe ganz kurz ein Slide jetzt noch drinnen, weil ich einen Hinweis bekommen habe. Es ist kein Problem, wenn ich ein bisschen was technischer zeige. Ich habe da jetzt gezeigt, dass man so viel, also in die Horizontale skalieren können. Wir können so viel Scraper, wie wir wollen, praktisch laufen lassen parallel. Wir können so viel Crawler laufen lassen, wie wir wollen. Wir haben eine Datenbank, wo wir alle Firmen im Großen und Ganzen hochskalierbar drinnen haben und eine Datenbank, die halt massiv Data hat, wo ganz rechts unten die Ergebnisse stehen, wo wir dann die Statistiken rausziehen können und wo wir auch regelmäßig dann Tests machen können. Also unsere Website, man kann die URL eingeben, man kann dort praktisch einen DSGVO-Test fahren, man kann dort einen Hosting-Test fahren, einen Security-Test fahren, aber wir haben auch ein System, das einfach einmal am Tag zum Beispiel auf eine Website geht, alle diese Dinge sich anschaut, in einer Datenstruktur ablegt, am nächsten Tag dasselbe macht und die beiden Datenstrukturen vergleicht. Somit weiß man relativ rasch, da habe ich ein zusätzliches Cookie, da habe ich zusätzliche Daten, die eigentlich dort gar nicht hingehören. So, oder? Aha, okay. Warum haben wir uns jetzt so auf WordPress spezialisiert? Man wird dann eine der letzten Statistik-Slides sehen, dass das mit Abstand größte CMS-System, das in Österreich verwendet wird, WordPress ist. Und dadurch, dass wir ein relativ kleines Team haben, also der Philipp und ich, und wir haben praktisch Bekannte oder Freunde von einem Outsourcing-Projekt in Bosnien, die uns bei manchen Sachen unterstützen, weil das ist ja doch schon eine komplexe Struktur. Aber wir haben dann gesagt, wir wollen jetzt mal schauen, was ist bei WordPress speziell und haben dann auch sehr spezielle Sachen für WordPress überprüft. Wir können einige der WordPress-Plugins scannen, wir können Versionen zum Teil scannen, wir schauen nach dem WordPress-Readme, wir schauen nach der WordPress-Datenstruktur, also ob man dort Verzeichnisse zum Beispiel auflisten kann und so weiter. Das ist alles sehr, sehr spezifisch dann für WordPress, was kein Problem ist, dass man für andere Systeme macht, aber wie gesagt, so viel WordPress-Seiten, die anderen Systeme sind da weit abgeschlagen, ja. Und was auch vielleicht spannend ist, wir haben natürlich sehr viel über unser Projekt auch gesprochen, nicht nur miteinander, sondern auch mit anderen und haben dort eigentlich gesehen, dass sehr viel Verständnis fehlt. Also Leute, die wirklich professionell Webseiten betreuen und nicht einmal wissen, was HTTP Security Header sind, das tut mir in der Seele weh und aus dem Grund haben wir eben auch einen Blog begonnen, wo wir halt ein bisschen was über diese Themen schreiben und auch ein Glossar gemacht oder wir sind noch immer dabei, wo man halt regelmäßig neue Artikel mit hineintun oder neue Beschreibungen oder Erklärungen dabei haben. So, da die Ergebnisse. Mit all dieser Technologie, mit all unserem Einsatz, mit dem gesamten Crawlen, was jetzt, während wir da sitzen oder stehen, hineingesteckt haben, parallel dazu laufen die Crawler und parallel dazu generieren wir neue Daten und wenn man sich jetzt halt vielleicht ganz kurz die Datenbasis anschaut, das sind Daten von der NIC.at einfach kopiert und relativ neu und eingefügt. Wir haben also 1,5 Millionen ungefähr österreichische AT-Domains, was aber nicht bedeutet, dass es österreichische Unternehmen sind. Wir haben versucht, uns möglichst auf österreichische Unternehmen zu konzentrieren. Ich glaube, da rechts unten ist das Österreich, es sind von diesen 1,5 Millionen, sind ungefähr 1 Million davon österreichische Webseiten. Aber wenn man eins drüber schaut, dann sieht man Low-Content, High-Content, also die AT-Webseiten, die einen Inhalt haben, sind ungefähr 1 Million, von denen dann 70%, das sind dann die österreichischen AT-Domains, aber man kann ruhig nur einiges an .com und anderen Domains dazu tun, die dann zu österreichischen Webseiten gehören. Also ich sage, im Schnitt ungefähr 1 Million österreichischer Webseiten werden es schon sein, oder ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Und das ist die Datenbasis, von der wir ausgehen. Wir sind noch nicht bei der Million angelangt, aber wir sind ganz schön weit mittlerweile schon gekommen. Leider haben wir jetzt noch keinen Zugriff auf die NIC.at. Ich habe noch nicht einmal gefragt. Also falls jemand zuschaut von der NIC.at, bitte, die Daten hätte ich gern. Dann fällt mir Scrollen natürlich viel leichter. Das erste Ergebnis, also ich bin jetzt doch am Anfang nicht in Richtung DSGVO, von wo wir gekommen sind, sondern in Richtung Security gegangen. Von all diesen Webseiten, die wir gecrawlt haben, wie schaut dort der Einsatz der Zertifikate aus? Das ist wirklich jetzt ein Standard und man sieht auch an der Statistik, dass es doch
jeder berücksichtigt. Und wenn man jetzt da sieht, 70% aller Webseiten haben korrekte HTTPS-Installationen oder korrekte Zertifikatsinstallationen, weil es gibt auch einen Anteil, den haben wir da jetzt mit 17%, wo zwar HTTPS da ist, aber wo das eigentlich nur nicht oder nicht ganz so richtig funktioniert. Zum Teil sind die Zertifikate alt abgelaufen oder so in der Richtung, also dann ist der Button oben nicht grün, aber zum Teil gibt es auch Cypher-Suites, die praktisch angeboten werden, aber die dann falsch ausverhandelt werden, wo man dann sieht, da ist doch, die Website passt nicht ganz. Ja. Aber ein Großteil der Webseiten hat praktisch, oder ein relativ großer Teil der Webseiten hat HTTPS und jedenfalls jeder, der was von sich hält, jede Agentur, die was von sich hält, achtet darauf, dass das auch wirklich funktioniert, dass nichts abläuft. Die Nutzung der Security-Protokolle schaut dann schon ein bisschen anders aus. Wir haben zwar knapp bei 70% TLS 1.3, war das jetzt 70, ja? Weit über 70% TLS 1.2, das ist natürlich das ältere Protokoll, ist nach wie vor noch sehr gut und hat einen Haufen Cypher-Suites, die wirklich gut funktionieren, aber über 20% TLS 1.1, über 20% TLS 1.0 und sogar vom SSL V3, was wirklich uralt ist, haben 8% aller Websites, die HTTPS anbieten, SSL V3, also das ist wirklich uralt. Und das ist ein Datensatz, der, also eigentlich müsste man die alle persönlich anrufen und sagen, tat's das nicht, ja, das geht so nicht. Wir haben dann auch die Security-Header überprüft und auch die statistisch ausgewertet. Das hat jetzt nichts mit HTTPS zu tun, also das ist wiederum die gesamte Bandbreite aller Webseiten, die wir gecrawlt haben. Und das ist aus meiner Sicht ein wirklich trauriges Ergebnis. Ich will das jetzt gar nicht mit Deutschland vergleichen, wir haben ja die deutschen Datensätze noch nicht, aber das ist wirklich horrend, weil es ist wirklich nicht schwierig, das einzubauen. Ja? Es ist wirklich kein großes Problem. Und wenn es mal drinnen ist, dann hat man seinem Kunden, derjenige, der auf seine Website schaut, echte Sicherheit, Datensicherheit gegeben. Ja? Also da, ich sage jetzt mal zum Beispiel die Strict Transport Security, da geht es darum, dass der Webbrowser, wenn er mal auf meiner Seite ist mit HTTPS, er darf dann keine Ressourcen nachladen über HTTP. Das darf er nicht. Und das war ganz einfach zum Integrieren, also 18% nur. Und gibt es einige, die nur für weniger oder nur für schlechter sind, die auch echt wesentlich waren. Ja. Wie schaut es mit den Cookies aus? Das kennt natürlich auch jeder. Wir haben bei den Cookies meiner Meinung nach auch ein spannendes Ergebnis, hätte man nie erwartet. Wir haben knapp 50%, also 46% aller Webseiten, die wir gecrawlt haben, sind cookieless. Also entweder haben sie gar keinen Cookie oder sie haben einen Cookie-Banner, der gar keinen Cookie davor zulässt. Und wenn man den Cookie-Banner auf OK klickt und dann Cookies da sind, ist ja alles im grünen Bereich. Ja? Aber 46%, das ist jetzt mal nicht so schlecht. Aber wir haben 42%, die nicht DSGVO-konform sind. 42%, die Cookies schicken, die sie nicht schicken dürften. Ich habe es jetzt einmal so geschrieben. Warum tut man das? Es gibt wahrscheinlich, das haben wir natürlich nicht mit dem Radar sozusagen eruieren können. Es ist jedenfalls auf alle Fälle Leute, die das ignorieren. Es gibt Leute, die Cookie-Banner einfach falsch konfigurieren, die glauben, sie sind jetzt schon geschützt, sind sie aber nicht. Und dann gibt es diejenigen, die das geschäftlich benötigen. Und ich muss auch wirklich ehrlich zugeben, so wie die Situation jetzt aktuell ist, ich brauche gewisse Mechanismen, um meinen Webshop zu betreiben. Ich kann die nicht abdrehen. Wenn der Kunde wirklich sagt, ich will diese Cookies nicht, dann kostet mir die Werbung so viel mehr. Da habe ich so weniger Intelligence über meine Kunden oder potenziellen Kunden. Es ist extrem schwierig. Also man merkt natürlich, dass viele Webshops praktisch dann unabsichtlich oder absichtlich darauf verzichten. Und dann haben wir noch, und das sind auch 12%, die praktisch sehr wohl Cookies schicken, aber das sind dann First-Party-Session-Cookies. Und First-Party-Session-Cookies darf man schicken, das ist kein Problem. Man muss es dann nur in der Datenschutzerklärung angeben, welche Cookies man warum praktisch schickt, weil es ist im Prinzip okay, wenn es rein für den Betrieb des Systems, wenn es nur darum geht. Als nächstes, welche Cookies? Und das sind natürlich nur die Cookies, die durchgedrungen sind. Also wir klicken keine Cookie-Banners. Das heißt, alles, was entweder automatisiert kommt oder was kommt, bevor der Cookie-Banner da ist, kann man in vier Teile teilen. Das ist Google Analytics,
Google Analytics und nochmal Google Analytics und der Rest ist dann Wix und Facebook. Facebook haben wir nur sehr wenige, hat mich überrascht. Ich dachte, dass die auch eine riesige Menge haben, aber die gestalten offensichtlich die Technologie ein bisschen anders. Und Wix ist halt dieses System, wo man Webseiten selber designen kann, hosten kann, alles auf einmal. Und die haben es sehr, sehr leicht machen, auf DSGVO zu verzichten, so wie das die Statistik jedenfalls jetzt aktuell aussagt. Wir haben dann auch geschaut, ich nenne es Digital Assets, weil es geht natürlich nicht nur um Google Fonts. Es geht da um Content Delivery Networks, es geht um große Grafiken, die dann nicht von meinem Webserver geladen werden, sondern von einem Fremdserver. Nichtsdestotrotz, sobald der Server im Ausland steht, im EU-Ausland steht, habe ich ein größeres Problem im Fall, dass es wenn es im EU-Ausland steht, dann habe ich ein kleineres Problem. Wenn es außerhalb der EU ist, praktisch habe ich ein größeres Problem. Und das muss ich im Prinzip in den Griff bekommen. Unter Umständen, also außerhalb der EU, darf ich das eigentlich gar nicht machen, ungefragt. Und das sind wiederum Daten, wo ich keinen Cookie-Banner geklickt habe. Ich gehe einfach auf die Webseiten, schaue mir das an und wenn man bei seinem Chrome-Browser auf Inspect schaut, würde man diese Daten sehen, die wir hier da automatisiert auslesen. Ja. Und da sind mit Abstand am meisten Google Analytics und Google Fonts ungefragt. Muss man sich überlegen, von wo das kommt oder was man dagegen tun kann oder was man besser machen kann. Wir haben dann praktisch noch ein paar kleinere Statistiken, auch ein bisschen separater, jetzt nicht pro Seite eine Statistik, sondern ein bisschen nur ein paar spannende Themen rausgesucht. Das eine ist, was mich total überrascht hat, das ist das Impressum. Wir haben bei 19% aller Webseiten kein Impressum gefunden. Wir haben dieses Impressum-Suchalgorithmus, den haben wir immer wieder verbessert. Und praktisch, wenn man jetzt die Daten schaut, wo man kein Impressum findet, dann findet man es wirklich nicht. Oder es ist so inkorrekt, dass man sagen muss, das ist kein Impressum. Ja, es gibt also Firmen, die dann vielleicht die Adresse oder was auf die Hauptwebseite schreiben, aber es gibt eine Formvorschrift für Impressen und da müsste ein bisschen mehr sein, als dann dort dargestellt wird. Ähnlich ist es bei Datenschutz, es ist nur ein bisschen dramatischer, also um 10% mehr. Datenschutzerklärung muss man im Wesentlichen auf jeder Website oben haben, weil man immer was mit Datenschutz zu tun hat und eigentlich auch dem Kunden zeigen sollte, dass man das ernst nimmt. Sobald man eine IP-Adresse sammelt, sobald man ein Plugin verwendet, das ein bisschen Datenmambo-Jumbo macht, ist es eigentlich schon notwendig, darüber zu schreiben, was man mit den Daten des Kunden macht. Ja. Und im Speziellen dann, wenn ich zum Beispiel den Host, den Server nicht bei mir in der Firma habe, sondern ich habe den Host dann bei einem Hoster, was wahrscheinlich 100% oder 99% aller Websites ist, muss ich mit dem ja natürlich einen AV-Vertrag haben, einerseits, weil ja die Daten meiner Kunden auf seinem Server in seinem Hosting-Center ist, aber ich muss natürlich auch in der Datenschutzerklärung reinschreiben, dass ich den Hoster verwende, ich muss die Adresse und so weiter, also ich muss einige Daten angeben. Das heißt, Datenschutzerklärung ist notwendig und muss gemacht werden. Was auch wichtig ist für jede Website, robots.txt, man sagt praktisch den Crawlern, wie man crawlen soll, man sagt, Google, ich mag dich gerne, bitte schau dir meine Website genau an und zwar folgende Art und Weise. 30% oder 26,2% aller Webseiten haben keine robots.txt-Datei. Wir haben dann noch einen kleinen Schmankerl, 4,8% aller robots.txt-Aufrufe sind Weiterleitungen auf irgendwelche Seiten, die einfach nicht korrekt sind, beziehungsweise überhaupt die 404s, diese Seite ist nicht verfügbar. Also schwerer Fehler muss im Prinzip unbedingt behoben werden. Und ähnlich auch für die Suchmaschine auch wichtig ist die Sitemap. Da haben wir auch über 20% aller Webseiten, die keine Sitemap praktisch haben oder keine korrekte Sitemap haben. Das ist auch entscheidend, ja, weil dann wird auch abgeworfen. Was haben wir nur für typische Fehler? Das Canonical Tag, das ist im Prinzip ein Tag, der verhindert, dass Seiten
doppelt, auch von Google doppelt gesehen werden. Dann weiß Google, okay, der Inhalt, der auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite. Das Canonical Tag sollte korrekt sein, und wenn das nicht einmal auf der Basisseite korrekt ist, sprich zum Beispiel Weiterleitung www oder ohne www oder HTTPS oder HTTP, dann haben wir da in Österreich 40%, die das oder 28%, die falsch gesetzt sind, und nur 60% aller Seiten haben überhaupt eine Canonical Tag auf der Webseite gehabt. Also beim CMS-System ist es natürlich normalerweise automatisiert drauf. Ja. Was auch entscheidend ist, aus Sicherheitsgründen, Directory Browsing sollte abgedreht sein, wenn man auf die richtige Seite einsteigt. Auf einmal habe ich den gesamten Inhalt des Verzeichnisses, kann dann schauen, welche Plugins hast du dort installiert oder welche Daten sind dort, wo ich weiß, dass sie eventuell angreifbar sind. Wunderbar für einen Hacker. Haben wir 9,4% aller Webseiten haben praktisch das Directory Browsing nicht abgeschalten. Ganz ein einfaches Thema, Hosting Provider. Bitte machen wir das, schreibt was in die HTAccess-Datei und die Sache ist geritzt. Ja. Apropos HTAccess-Datei, 5,4% der Webseiten haben die HTAccess-Datei im falschen Zugriff. Also wo man es dann lesen kann zum Beispiel oder wo man falsche Weiterleitungen bekommt. Das ist ganz spannend. Wir haben auch die WordPress-Readme-Datei abgefragt, die meiner Meinung nach eigentlich nicht oben sein sollte. Und da haben wir von 18,4% aller Webseiten die Readme-Datei nur gefunden. Kann man natürlich über HTAccess machen, kann man anders auch machen. Und jeder kennt es, eine weitere WordPress-Seite, wenn man eine deutschsprachige Installation macht, gibt es einen Haufen Webseiten, 0,6% von unserem Suchvolumen, von allerdings gerechnet auf alle Webseiten, nicht nur auf die WordPress-Webseiten, aber Großteil sind ohne WordPress-Webseiten, haben diesen Text einfach oben. Also das heißt, da hat sich jemand wirklich nicht um alles geschert. Ich habe jetzt oft darüber gesprochen, dass man natürlich österreichische Webseiten scannen und nicht nur WordPress-Webseiten, aber warum wir uns auf WordPress konzentrieren, zeigt diese Statistik. Und ich weiß, dass es einen Haufen Statistiken dazu gibt, wie viel WordPress es auf der Welt gibt. Wahrscheinlich gibt es ja sowas, wie viel WordPress es in Österreich gibt. Ich kann nur sagen, das, was wir gescannt haben, und das ist relativ konstant, je mehr Webseiten, das wir haben, rund um die 60% sind WordPress-Webseiten. Die Schnorrs geht unheimlich tief nach unten. Also es gibt einen Haufen CMS-Systeme. Es gibt aber auch viele Webseiten, die wir gar nicht erkannt haben. Also wo man einfach sagen, keine Ahnung, das kann eine WordPress-Seite sein. Man kann das praktisch ein bisschen verstecken. Und wir haben nicht aggressiv gesucht, ja. Sondern wir haben einfach nur aufgrund von ein paar Kriterien gesucht. Aber von denen, wo wir mit unseren Algorithmen festgestellt haben, welche Webseiten das sind, sind wir bei 70%. Und der nächstgelegene ist Typo 3 mit 7,4%. Also das, man sieht praktisch, dass es ein riesiger, riesiger Unterschied ist. Ja. Ja, zuletzt ein paar Schmankerl. Wir haben einen Haufen Probleme mit den Umlauten gehabt, und die Umlaut-URLs, die wir in unserer Datenbank haben, sind eigentlich relativ gering. Also da haben wir 0,15%. Ja. Wenn man sich die Nick-Statistiken anschaut, sind das über 2%. Aber was wir ja gemacht haben, ist, wir haben die URL genommen und haben geschaut, gibt es mit HTTP, ohne HTTP. Wir haben die Canonical Tag angeschaut und sind dann auf die Website gekommen, die der Website-Betreiber wirklich haben will. Und sehr viele Betreiber, die eine Umlaut-URL haben, haben auch eine Nicht-Umlaut-URL. Und das ist dann eigentlich die Hauptseite. Das heißt, die Umlaut-URL ist sicherlich oft rausgekickt worden. Ich nehme an, dass das der Grund ist, warum das doch ganz schön anders ist. Ja. Bei den Fonts vielleicht nur, wir haben von denen Seiten, wo wir Fonts praktisch geschickt bekommen haben, ist eigentlich Google Fonts dramatisch dominierend, und 27% von diesen Seiten oder 26% von diesen Seiten verwenden Google Fonts, und der nächste Font Awesome, das ist fast nicht relevant. Das ist spannend, weil ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt. Ich dachte, dass da viel mehr Auswahl ist. Ja, also wir haben nur so viele andere Sachen dort reingescannt. Wir haben Content Delivery Networks uns angeschaut. Man kann anhand von der IP-Adresse herausfinden, oder weiß man sehr, sehr einfach, müssen wir auch machen, wo der Server steht. Ist der in Europa, ist der in Österreich, oder ist er in Amerika oder irgendwo anders im Ausland? Wir können feststellen, wer ist die Registrar? Wir können feststellen, wer
betreibt die Website, also da kann man eigentlich ganz schön viel nur mit in die Datenbank hineinnehmen, war jetzt für uns in dem Kontext jetzt nicht ganz so wichtig, sind aber trotzdem sehr, sehr spannende Daten. Ja. Und dann komme ich somit praktisch zu meiner letzten Slide. Ich habe es am Anfang erwähnt, wir haben das Projekt eigentlich gemeinsam begonnen, mit ein bisschen Unterstützung von Freunden in der Softwareentwicklung. Wir haben auf unserer Website, wenn man schaut, das ist nichts Kommerzielles dort, aber wir haben natürlich immer in den Diskussionen und auch mit den Diskussionen mit anderen, die aus dem Fach sind, immer die Überlegung, was könnte man machen. Ja? Und da sind uns die drei Sachen eingefallen. Wir könnten zunächst einmal Leads generieren, weil wir können relativ leicht in unserer Datenbank herausfinden, wer hat eine Website auf Wix und ist relativ aktiv dort. Könnte man sagen, dort kriege ich dann aus dem Impressum die E-Mail, ich kann den anschreiben oder ich kann den über LinkedIn finden oder ich kann errühren, wer das ist und kann den praktisch so finden. Zweite Sache, was wir ohnehin schon machen, eben auch für unsere Websites, ist das Monitoring, dass ich praktisch diese Daten von Security-Aspekten, von Hosting-Aspekten, von DSGVO-Aspekten regelmäßig abscanne, vergleiche mit dem letzten Scan und dann weiß, welche Änderungen das ich gehabt habe. Wir haben da sogar ein kleines Plugin geschrieben, das, wenn es auf dem WordPress-Server drauf installiert ist, kriege ich natürlich alle Plugins, kriege ich alle Versionen von Plugins heraus und so weiter. Also da kann ich nur mal zusätzlich sagen, du hast nur immer PHP 5.4, da kann ich sagen, du hast dort eine alte Version installiert und so weiter. Und das letzte Thema, das was wir an Wissen praktisch angesammelt haben und an Freunden gewonnen haben, die sich da zum Teil sehr gut auskennen, die DSGVO, natürlich gibt es Anwälte, die sich damit gut auskennen, haben wir gedacht, dass es eventuell auch die Möglichkeit gäbe, das automatisierte Scannen praktisch mit echter Manpower zu unterstützen und nur mal ins Detail zu gehen. Das heißt, konkreter die DSGVO-Aspekte zum Beispiel vergleichen mit dem, was in der Datenschutzerklärung drinnen steht. Konkret nur mal intensivere Security-Scans zu machen, bis hin zu einem Pentest und konkret auch Aspekte wie zum Beispiel Search Engine Optimization zu überprüfen. Also da stehen wir jetzt gerade mit unserem Projekt. Wir haben unheimlich viele Daten gesammelt. Wir sind recht stolz auf das, was wir bis jetzt geschafft haben. Dann natürlich auf dem Projekt parallel dazu immer weiter und sind glücklich über jeden Input. Und somit danke ich einmal für die Aufmerksamkeit. Ja.